Ich muss allerdings noch Sprüche umverteilen. Also, Schutz vor Bösen im Radius wäre ganz gut. Genau, mal neu. Schutz Böses und einmal Wunden heilen, ja. Dann. Ich könnte eigentlich hier wechseln auf Flammenschlag, damit sie auch noch Schaden machen kann. Sechs haben wir da noch nicht. Lähmen. Nicht Lähmung aufheben, sondern Lähmen. Person halten hier. Neu. Person halten, Person halten, Person halten, Person halten, Person halten, Person halten. Aus offensichtlichen Gründen, weil wir müssen die ja festhalten, dass sie an der Stelle bleiben, um sie dann einzusperren. Ich hoffe, das klappt bei denen überhaupt, aber ich denke mal, die werden eine recht hohe Magieresistenz haben. Trotzdem können wir das testen. So, hier kannst du mal dreimal Segen reinhauen und ein bisschen leichte Wunden heilen. Sean könnte dann eventuell auch noch wichtig sein. Heißt, ich müsste ihn eigentlich entsteinern. Hätte ich noch ein Pulver weniger. Talana hat beim ersten nix, beim zweiten nix. Hier Person halten. Eins, zwei. Drei Hast brauche ich eigentlich gar nicht. Ja, alles Personen halten. Hier kann Fluchbrechen mal raus. Dafür mehr Eissturm. Monster halten sollte stärker sein als Personen halten. Und hier hat sie noch nichts. Okay, dann nochmal rasten. Alle ausgeruht. Wie schaut's mit Essen aus? Ja, außer beim Toten, ne? Der hat irgendwie nicht so viel. Und du kannst versteinert kein Essen zu dir nehmen. Ja, macht Sinn. Okay. Dann nochmal sichern. So. Und bevor ich jetzt anfange, da irgendjemanden auf irgendwelche Druckplatten zu stellen. Muss ich mir jetzt angucken, wie ich die Reihenfolge mache. Das hier. Okay, also wir haben in der Mitte diese drei Druckplatten. Wir haben jetzt außenrum hier auch noch einen Gang, den man dann schnell gehen muss, wenn man hier jemanden einsperren will. Also wir haben hier einen zum Einsperren, wir haben da einen zum Einsperren, hier einen zum Einsperren. Dann kommen wir in den nächsten Bereich. Diesen nächsten Bereich können wir von außen betreten. Der Gang hier führt zurück zu der Eingangstür. Das heißt, dann sperren wir. Oh. Sperrt die Ladies ein, um die. Ja. Ach, wir kommen aus. Ja, hallo Lady. Ja, das ist wieder so ein Außenrumgang. Komm mal bitte mit. Na, wo hätte ich dich denn gerne? Hallo Lady. Genau, komm mit. Komm mit. Ja, bewegst dich gerade nicht. Rum, 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 rum. Zack. Okay, also Personen halten scheint schon mal zu funktionieren. Monster halten nicht. Nee. Monster halten. Okay, warte. Nee, ich brauche die nicht. Nein. Vergiftet. TF. Oh. Keine Statisten. Eine reicht. Muss nur an der richtigen Stelle sein. Okay, probieren wir es halt hier rum. Klack. Also rechts und links sind sie welche eingesperrt. Oh. Gwendolyn fühlt Gift in sich. Das ist nicht gut. Wir haben nämlich kein Entgiften-Ding drin, ne? Nee, aber wir können dafür mal den Flammenschlag testen. Weg, 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 weg. So, Schutz vor Bösem, Gift neutralisieren hier. Wusch.
Also sie können versteinern, können vergiften und können auch einigermaßen Schaden machen. Die sind echt garstig, die Ladies. So, Person. Du bist, wen habe ich gerade? Talana, ne? Nee. Yallen, okay. Also Mitte. Stehst noch an der Tür, oder? Ach, puh. Es. Einundzwanzig, 22, 23, 4. Es hält echt ganz schön lange. Gut. Gleich nochmal, bitte. Mach schon vor. So, jetzt muss ich den großen Weg außen rumlaufen. Gut. Also die drei im nördlichen Bereich sind jetzt gefangen. Jetzt bräuchte ich nur noch eine hier. Nur spawnt hier leider gerade nichts. Von euch. Doch da. Komm mal mit. Ist ein etwas längerer Spaziergang. Oh. Ja, oder auch nicht, weil ich in die falsche Ecke gelaufen bin. Ah, du, komm her. Bum, 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 bum. Hier. Halten zu. Okay. Und dadurch ist die Tür jetzt aufgegangen. Also zur Orientierung, hier ist die Tür, wo ich gerade kampiert habe. Und hier sind die ganzen Druckplatten hinter gewesen. Und die Tür hier links war die ganze Zeit über geschlossen. Das heißt, das ist jetzt neues Gebiet. Spawn allerdings immer noch mehr von denen. Die räume ich nur kurz weg. Und dann gucke ich mal, ob aus der anderen Seite da auch so eine Tür war. Aber ich glaube schon. Nee. Nee, war nicht. Das heißt, diese ganze Gefangennahmeaktion war jetzt nur für die eine Tür. Was bedeutet, sobald wir uns jetzt durch die Tür begeben, können wir alles hinter uns, was jetzt im Westen liegt, oh, also dich, alles hier hinter ignorieren. Also könnte ich theoretisch wieder zwei Schwerter auf den Boden legen. So. Wir haben ja genug magisch schon verfluchte Schwerter anscheinend. Und alles, was jetzt hinter den Klingen ist, ist abgehakt. Okay, also weiter. Mehr Kratzer an den Wänden. Achso, schön auch da unten drauf achten, dass wir keine Dreher haben. Westen, 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 Westen. Osten, 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 Osten. Und ich glaube, ich kampiere es lieber. Um das Ganze wieder umzudrehen, ne? Also du hättest jetzt ganz gerne. Was hast du? Nahrung erschaffen und Magie bannen? Nein, du hättest gerne Nahrung erschaffen, Gebet und Lähmung aufheben. Hier hättest du gerne Gift neutralisieren zweimal. Das mit dem Flammenschlag klingt nicht schlecht. Okay, das bei dir ist in Ordnung. Und bei Talana ist alles auf magischem Geschoss. Magie entdecken, ja. Person halten kann weg. Dafür hätte ich gerne zweimal Hass, zweimal Feuerball. Das ist okay. Das muss umgeschrieben werden. So. Rasten 8 Stunden. 8 Stunden. Bis. Hast du das jetzt auf die Schnelle gelernt? Natürlich nicht. Haben wir noch einmal Gift neutralisieren? Ja. Kam die her? Yallen lernt bitte nochmal den einen wahren Blick statt einem Flammenschlag. Ich habe das Gefühl, dass hier eine Illusionswand ist. Wo die Schlangenfrauen rausgekrochen kommen. Gut. Also im Osten ist die Tür, wo es definitiv weitergeht. Das heißt, ich gehe jetzt den Weg nochmal zurück. Aber mit offenen Augen. Und schau mal, ob da irgendwo ein Seitengang ist. Vor war es hier nur ein Schlauch. Und ist auch immer noch. Na gut. Hätte ja sein können.
Es ist wesentlich entspannter, als jetzt jede Wand, ne? Einmal gegen zu tocken, umzudrehen, dagegen zu tocken oder halt in beide Richtungen die Pfeiltasten zu drücken jeweils. Da ist Varablick doch schon sehr praktisch. Okay, jetzt aber. Jetzt haben wir auch keinen Schutzkreis gegen Böses drin. Können wenigstens eine Hast sprechen und einen Segen. Wow. Große Bestien des Hades. Der Gestank in diesem Raum ist unglaublich. Knochen, Knochen. Heft von Talon. Oh, das sieht danach aus, als wenn wir hier eine magische Klinge zusammensetzen können im Laufe des Spiels. Fleisch zu Stein. Haben wir jetzt schon zweimal, ne? Freunde, die Geheimtür im Osten nicht gefunden haben? Was? Aha. Ich habe leider den Anfang des Satzes nicht ganz mitbekommen. Aber es ist hier eine Geheimtür in dem bestialisch stinkenden Raum. Wahrer Blick sollte auch immer noch aktiv sein. Und da kommt der Zahn rein. Kalik. Der Zahn passt. Und ja, ich fühle das Böse, das von den Geistern in diesem Raum ausgeht. Vorsicht. Ist das jetzt sprichwörtlich, Jallen? Also kommen jetzt hier Geister? Etwas fiel aus dem Banner. Was? Was fiel aus dem Banner, Gwendolyn? Irgendwas Neues bekommen? Das ist ein altes Pergament, richtig? Ja, ein uraltes. Vielleicht soll das so eine Schabe oder ein Getier gewesen sein, das da rausgefallen ist? Ach, da hinten ist was. Umzingelt. Feuerwehr. Was? Wow. Keine kleinen Wunden heilen hier. Komm. Geh raus! Schmarrn! Geh! Es. Wirf! Wirf! Sage ich! Ja, laden! Das war Jalens Warnung, ne? Passt auf vor dem Raum! Die Geister des Raumes sind böse und blub, 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 blub. Hat sie vollkommen recht. Ich hätte nur nicht gedacht, dass sie so schnell um einen rumkommen. Aber gut, ist kein Problem. Wir sperren die Damen nochmal ein. Das ist ein bisschen Fristelarbeit. Vor allem, weil keine von denen in der Nähe ist. Danach speichern wir dann ordentlich ab, wenn wir vor der Tür stehen mit den Geistern. Und dann kann ich das Inventar auch näher betrachten, ob da jetzt wirklich was dazugekommen ist oder nicht. So, dich halte ich jetzt da mal fest. Da mal fest. Da mal fest. Ich muss leider ganz kurz. So, jetzt habe ich die Mitte zuerst gemacht, also die südliche Mitte. Wir haben noch die nördliche Mitte, Osten und Westen. Brauchen wir also noch drei Damen, die sich dafür zur Verfügung stellen. Bisschen in Pose stehen zu bleiben. Du bist auf der genau falschen Seite. Ja, da haben wir nämlich schon jemanden. Kommst du? Jo. Einmal komplett rumgehen. Klick, 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 klick. Kommt bestimmt gleich eine zweite, die mir den Weg abschneidet. Richtig. Wusste es. So, zu. Bist du das? Ja. Schicker Rücken übrigens. Hallo? Oh, so das du. Ratter, 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 klapper, 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 klapper. Okay, eine Druckplatte noch.
kriege ich dich da rein? Achso, ich kann... Moment mal. Ich kann nur nach Westen raus. Ja, das ist nicht gut. Das heißt, ich müsste jetzt die hier rausholen. Ja, die Tür ist jetzt offen. Ich komme nicht raus. Also ich muss wirklich die Tür hier zuletzt machen, oder? Das ist peinlich. Buff. Oh, ja. Bei dem dürfen wir nicht nah dran stehen. Das ist jetzt Norden. Da kriege ich nur niemanden rein. Oh, stopp. Bleib da mal stehen. Kann ich jetzt hier rum, ganz außen rum, da rum und hier schließen. Jetzt fehlt nur noch Norden, nee, Süden, Mitte. Bitte einmal vorbei. Danke. Ich glaube zumindest, ist ja genau, die Tür ist offen, die habe ich gerade geöffnet. Dahinter ist auch frei. Das heißt, ich muss ich nur hier hinlocken. Da drauf locken. Offen, offen. Nicht wieder zu nah dran, richtig. Ich bin jetzt schon in dem Korridor, wo ich hin muss. Rasten. Komm, pöppel dich hoch. Jetzt kommt die Heilung, hm? Komm, heil dich. Es könnte jeden Moment so eine Lady vor uns stehen. Irgendwie zählen die Zauber da noch nicht. Ja, besser. Viel besser. Und Derek hat noch gut was abbekommen. Für die Geister brauchen wir auch Sean und Gwendolyn. Wie viel Pulver haben wir? Wir haben 3 Pulver. Wusch. Und wusch. Okay. Also, Zahn wieder in die Hand. Weggehen von dem ganzen Klappere. Das ist jetzt die Tür, wo die Geister kommen. Okay. War jetzt nicht ideal mit dem ganzen Hin- und Hergelaufe und falsch einparken und so weiter. Und dass wir auch 2 Pulver verbraucht haben, ist nicht so ideal. Aber es sollte ja nicht mehr allzu lange dauern, bis Talana selber entsteinern kann. Ne? Darauf baue ich so ein bisschen. Okay, jetzt als nächstes die ganzen Zaubersprüche ordentlich zurecht machen. Vor allem auch aufeinander absprechen. Also jeder sollte mindestens einmal Nahrung erschaffen haben, falls das mal ein Problem wird. Jeder sollte mindestens einmal Gift neutralisieren haben und dann auch noch Segen, vielleicht Personen festhalten, sehr viele kleine Heilzauber für die Rast, Schutzkreis gegen Böses für Isin, Radius und bei ihr halt die Kampfzauber ein bisschen umstellen. Weil dieser Nahkampfzauber, also der Nicht-Nahkampfzauber, dieser Eiskegel, was es ist, den verheilt sich jedes Mal. Das ist, kriegen wir immer was auf die Nase, das ist nicht gut. Der muss also raus und dafür irgendwas anderes rein.